Zweiter Spieltag der Easy Credit BBL. Das Heimdebüt für Dennis Bucherer mit den Frankfurter als Aufsteiger zurück gegen Bamberg. Und mit ihrem Kapitän Lorenz Brennecke zum ersten Mal mit im Team auf Bambecker Seite. Philipp Stanic und auch Carsten Tada wieder genesen. Dazu mit Massio Tieg, ein neuer Guard im Bamberger Kader. Rein ins Spiel mit dem Blick auf die blauspielenden Frankfurter und mit den ersten Punkten von ihrem OA-Aufsteiger Booker komplett. Die Antwort sofort von Carsten Tada. Der braucht als Routinier nicht lange Anlaufzeit. Eine ausgeglichene Anfangsphase in Frankfurt. Immer wieder Booker Copeland, der ein exzellentes Spiel macht, die Defensive gut liest, die Frankfurter mit 11:7 Mitte des ersten Viertels in Führung bringt. Die Antwort von außen gelingt nicht, aber das ist ein großer Faktor in diesem Spiel, die Offensiv-Rebounds. Insgesamt 17 im Spiel, Kevin Bullrath mit einem von 4 Second Chance Points der Bamberger in der Partie. Dann der Ballgewinn, doch da ist David Moorencat zur Stelle. Spektakulärste Defensivaktion des ganzen Spiels. Dieser Monsterblock nach dem Ballverlust. Beide Teams mit vielen Fehlern in der Partie. Schlechte Trefferquoten unter 40% übers ganze Spiel. Das ist die schönste Offensivaktion der Frankfurter. Koblin mit dem tollen Bodenpass auf seinen Kollegen auf der Guard-Position, Greg Parsons, dem aber dann zum ersten Spiel nicht so viele Akzente gelingen. Dafür geht Craig Calvin voran, sorgt für den Ausgleich. Weiterhin ein enges Spiel, beide Teams nur selten mit einem offensiven Rhythmus. Philipp Stanic, 9 Punkte und 10 Rebounds von ihm. Kyle Lofton sorgt dann für den Schlusspunkt der ersten Hälfte, knappe Führung für die Bamberger mit 32:30 in einem Low-Scoring-Game. Ja, da gibt es viele Anweisungen von außen. Viel zu tun für beide Headcoaches in der Partie. Bamberg kommt gut raus aus der Kabine. Zu Beginn des dritten Viertels vor allen Dingen Moritz Grimmer, dem in dieser Phase 5 seiner insgesamt 9 Punkte gelingen. Erst mit dem Dank, dann mit dem erfolgreichen Dreier. So ein kleines bisschen Flow zu spüren bei den Gästen im dritten Viertel. Aber Frankfurt antwortet. Booker Copeland ist es vor allen Dingen, der vorangeht im dritten Viertel mit wichtigen Akzenten und auch mit den ganz taffen Dingern, die fallen für ihn. 9 seiner insgesamt 16 Punkte macht er als Topscorer seines Teams in diesem Abschnitt. Die Bamberger dominieren beim Rebounding und dann sind sie eben auch so clever im 1 gegen 1 wie hier. Kyle Lofton, 11 Punkte, einer der Bamberger Topscorer mit den Punkten. Trotz des Fouls. Jetzt die beste Phase der Gäste. Auch endlich gute Ballbewegung und Horvath mit seinem einzigen erfolgreichen Wurf in diesem Spiel, der war wichtig. Es ist die erste zweistellige Führung. Kann Frankfurt sich davon nochmal erhöhen? Sie geben alles. David Moorencat trifft für 3. In dieser Phase fallen jetzt endlich aus Frankfurter Sicht auch die Würfe von außen. Ansonsten die Dreierquote schwach im Spiel. Booker Coblin stemmt sich gegen die ohne Niederlage, aber das kommt letztlich für Frankfurt zu spät. Yeah, it was a battle. Obviously low scoring. Got to do better offensively. I think we turned the ball over way too much. Defensively, I think we did all right, but you know it's a long season. We got to improve. Those are the games that you just have to go out there and win. Defense wins those games, and we did a good job staying together as a team, even when shots went falling. So gewinnt letztlich Bamberg diesen Fight 66:58 und das trotz 18 Ballverlusten. Kein schönes Basketballspiel, aber für die Bamberger natürlich ein wichtiger erster Saisonsieg. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein